Vor einiger Zeit habe ich ein Video gemacht über diesen Schaltknauf hier. Und dafür habe ich, ja, ich würde schon sagen, fast ein bisschen Hate bekommen. Deswegen habe ich mal was bestellt und wir gucken uns heute mal was an. Und es gibt noch eine kleine Überraschung für euch, Freunde. Deswegen verpasst das Ganze nicht, bleibt dran bis zum Ende. Und zwar habe ich kräftig geshoppt und zwar bei BMW und habe hier so ein paar Performance Parts gekauft. Ihr könnt euch schon denken, was es ist, wenn es darum geht. Es sind die Performance Parts, die sich hier, die es dafür zu kaufen gibt. Erstmal natürlich, erster Punkt, diese beiden Pakete, klein, sehr, sehr klein, kosten gesamte 160 Euro. Und ob es das wert ist und was es da vielleicht für eine Alternative gibt, das klären wir in diesem Video, Freunde. Ich würde sagen, bevor wir anfangen, nee doch, wir fangen direkt an, Freunde. Und zwar mit der Demontage diesen ganzen Apparats. Ich habe jetzt kein Werkzeug dabei und werde das Ganze jetzt so einfach ja, mit meinen Händen machen. Ihr seht, das Ganze geht ziemlich, ziemlich easy. Ja, hier seht ihr die Verkabelung, die wir brauchen. Was natürlich blöd ist, dass das Ganze hier doppelt ist. Und hier ist es so schön rot und hier ist es halt so, ja, orangemäßig. Was ich gesehen habe, es gibt natürlich die Möglichkeit, dieses Teil hier zu folieren, dass man das nicht mehr sieht. Mit Alcantara, Schwarzglanz und dann habt ihr trotzdem diesen Look. Was das Problem ist, bei den 11 Modellen habt ihr diese Tiptronic. Das heißt, dieser Wahlhebel bleibt immer in der gleichen Position stehen. Und wenn ihr dann halt auf R oder so oder D macht, dann drückt ihr das einmal dahin und dann geht das wieder zurück. Das habt ihr in den E-Serien halt nicht. Und deswegen ja, ist der halt, hat der halt einen sehr, sehr ja, Radius, kein Plan, bewegt sich halt. Egal. Ich würde sagen, ich tue mal diese Kabellagerungen jetzt hier lösen. Falls euch das interessiert, wie man das montieren kann, schaut euch einfach das entsprechende Video dazu an. An der Stelle mein Ratschlag. Wir demontieren mal hier ihn hier. Und damit ziehen wir jetzt quasi alles hier raus. So, an der Stelle sieht man, dass es natürlich schön rückrüstbar ist. Genau, wir fangen an mit dem ersten Performance-Teil. Und zwar ist es, ja, für dieses... wie sagt man dazu? Für diese Abdeckung, so heißt es bei BMW, gibt es hier noch eine Alternative. Das Ganze ist hier aus Leder. Finde ich eigentlich nicht schlecht, aber es gibt ein Performance-Teil. Und das verbauen wir jetzt einfach mal. Dazu müsst ihr dieses Teil hier rausklipsen. Ja, geht ziemlich easy. Und dann ist das gelöst und wir haben das erste Performance-Teil. So sieht das Ganze aus und wir kommen es auch bei euch an. Ja, und dann haben wir hier ja ein feineres Leder und hinten so ein ja, Alcantara. Also die Passgenauigkeit ist ja, hier oben liegt es an und unten ist es nicht dran. Bin ich zu blöd, oder? Freunde, ich hasse. Das habe ich bestellt. Für schmale 70 Euro. Hier steht ja nichts von links oder rechts. Kann man auf jeden Fall einen Skat drücken, die Bude, sage ich euch so, wie es ist. Also, bauen wir wieder das Originale dran. Das Nicht-Performance-Teil. Das kann natürlich jetzt hier nicht so bleiben, ist natürlich klar. Wir haben jetzt hier von Anfang an, Freunde, Digga, das Licht ist hier so ätzend drin. Man sieht mich gar nicht. Von Anfang an, ich habe jetzt hier mal zwei Produkte für euch. Und zwar einmal das originale Teil und einmal das Zubehörteil, also aus China quasi. Ich würde sagen, wir gucken uns die mal an. Seid nicht so voreingenommen, ich war es auch, aber ich bin überrascht. Ja, erstmal die Seitenansicht. Dann schauen wir uns mal die Frontansicht an. Ich mache sie jetzt nicht rein, ich halte sie nur nebeneinander. Freunde, sieht sehr, sehr ähnlich aus. Der Preisunterschied ist aber, ja, riesig. Also, wenn mir jetzt hier jemand sagt, okay, das eine ist China, das andere ist nicht China, ja, das sind wirklich schon dann die geübteren Augen, sage ich euch so, wie es ist. Mir würde es jetzt auffallen, gebe ich offen und ehrlich zu, ich würde den Unterschied sehen. Und zwar an einem war es relativ
markant. Sieht man jetzt aber, wenn man den montiert hat, eigentlich nicht. Ich würde sagen, ich stecke erstmal wieder die originalen, die Abdeckung hier drauf. So, und jetzt können wir hier ein bisschen rumprobieren. Und ich stecke jetzt erstmal den ersten Kollegen hier drauf. Ich will die jetzt eigentlich auch gar nicht richtig einrasten, weil dann muss ich die sonst wieder unnötig rausziehen. Jetzt fehlt natürlich hier die Performance-Abdeckung. Das ist natürlich echt nervig. Und ich zeige euch, was der Unterschied ist. Und zwar der einzige Unterschied, den mir jetzt hier auffällt. Gut, das ist ein bisschen dunkler als das. Aber wie gesagt, die Abdeckung, die sind ja so dann verbaut. Sieht man gar nicht. Das Einzige, woran man es erkennen oder erahnen kann, sind die Nähte. Die Nähte, das ist hier der originale Performance und das ist der aus China. Man erkennt natürlich, dass die Nähte feiner gearbeitet sind als hier. Aber ansonsten sind die ziemlich ähnlich. Preislich ist das natürlich ein enormer Unterschied. Genau. Ich würde sagen, ich knalle jetzt hier mal einen rein und dann let's go. Freunde, das beste Wetter ausgesucht. Wir bauen jetzt nochmal die Performance-Abdeckung ein. Ich zeige euch mal die Nummer, die ihr braucht. Dazu gibt es jetzt gleich eine richtig krasse Geschichte. Hier steht die Nummer. Hinten mit der 61. Es gibt zwei Teile davon. Und wie scheiße ich von diesem unfassbar tollen BMW Performance Parts Shop behandelt wurde, das erfahrt ihr nach dem Einbau. Ich würde sagen, wir bauen das Ganze jetzt nochmal aus, bauen das richtig ein und dann... So, also... Seid in P, ihr nehmt ihn hier, zieht ihn so hoch, geht jetzt bei mir relativ easy, weil ich es ja erst gemacht habe. Dann tut ihr das hier so, ihr könnt jetzt auch Werkzeug benutzen, oder ihr seid halt so wie ich und macht das so. Dann könnt ihr das Ganze hier hochziehen, jetzt könnt ihr das Ganze hier abziehen, hier sind jetzt zwei Stecker, einmal hier drunter und einmal hier, da wo es leuchtet. Die macht ihr jetzt, jetzt rutscht meine Kamera weg. Digga, was ist mit dir? Genau, nehmt das hoch, steckt das hier ab, dann habt ihr das ganze Teil schon so in der Hand. Jetzt könnt ihr das Ganze umdrehen und könnt das hier, ja, diese Abdeckung quasi hier so rausdrücken. Dann habt ihr die in der Hand, legt die beiseite, das Performance-Teil. So, dann legt ihr das hier wieder so rein. Diesmal sieht es auch vom Teil her passend aus. Aber dass es jetzt so unfassbar gut verarbeitet ist, viel habe ich jetzt hier an der Stelle nicht. Es ist im Prinzip einfach eine ganz so ein Plasterrahmen. Es ist wirklich so ein ganz einfacher Plasterrahmen, halt mit diesem Leder und mit diesem Alcantara halt gemacht. Und das Ganze halt auf den Hebel abgestimmt. Das ist es. Also weiß ich auch nicht. Hier hinten haben wir so einen. Der ist so nie wirklich drinne hier, der hier. Aber der geht auch nie weiter rein, also ist jetzt nie so, weiß ich auch, ne. Bin ich bissel, muss ich ehrlich sagen. Sagen immer alle BMW Originalqualität, aber das ist jetzt hier nie das Wahre. It's not the yellow from the egg. Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, aber naja, es ist wie es ist. Sieht schon nicht schlecht aus, das muss man an der Stelle auch einfach mal so sagen. Ich glaube, die wenigsten sagen, dass ihnen das hier 160 Euro wert wäre, also das mit dem zusammen. Glaube ich nicht, dass das den, ja, dass da viele Leute, dass denen das einfach wert ist, das zu investieren, um so ein Ergebnis zu erzielen. Freunde, das ist doch die Quality, der Quality-Content, den man haben will. Freunde, bevor ich jetzt uprage darüber, wie mich dieser Shop behandelt hat, möchte ich euch ein kleines Angebot machen. Und zwar, ich möchte euch jetzt hier nicht so mit Werbung zu bombardieren oder sonst irgendwas. Ich habe ein paar eingekauft von diesen China-Schaltknaufen. Was ist die Mehrzahl von Schaltknauf? Egal. Und biete ich euch mal für einen echt schmalen, wie sagt man, YouTube Fast Price an. Und wer Bock drauf hat, kauft die, wer nicht, nicht. Also ist mir auch zweitens. An der Stelle, wenn nicht, wären die abverkauften das gut und wenn die bleiben, dann wären die
und ich irgendwann nochmal nachbestellen sollte, weil ihr die so abfeiert, werde ich die allerdings ein Stückchen teurer machen müssen, weil ich dachte jetzt, also ich sehe jetzt hier die 160 Euro nicht, ne? Also sage ich euch so, wie es ist. Da würde ich mir dort für 30 Euro, 35 Euro so einen China-Schaltknauf reinziehen, der vom Schaltknauf her 1:1 genauso aussieht. Gut, ihr habt den Sack nie dazu, aber ob der Sack jetzt hier, was ich weiß nicht, was der kostet, 80 Euro wert ist, ich weiß es nicht. Und da könnt ihr das für einen schmalen bei euch nachrüsten. An der Stelle, bestellt's gerne, schaut's euch mal an und wenn es euch nicht gefällt, schickt's einfach zurück. Freunde, fühlt euch nicht gezwungen dazu, das zu machen, müsst ihr nicht machen, alles cool, wenn ihr das nicht feiert, kauft den Originalen oder lasst es einfach komplett bleiben, jeden das seine. Wir haben auch den F-Serie Schaltknauf drin, also den schwarzen, ja, so schwarzes, also den habt ihr ja am Anfang gesehen und ich muss auch ehrlich mal sagen, die haben ja alle so geschrieben, dass der Performance-Schaltknauf so viel besser aussieht. Ja, ich zeige euch dann gleich mal was oder ich blende euch das jetzt mal ein in einer Stellung, wo der einfach auch genauso scheiße aussieht und da, ich weiß nicht, also durch dieses, dass der so bewegbar ist hier in der Mittelkonsole, sieht es einfach immer jetzt nicht so 10 oder 10 aus, weil das einfach immer so, ja, komisch aussieht. Vor allem, wenn man auf M, also auf manuell oder Sport schaltet, sieht das einfach, von oben sieht das aus wie, ja, ne? Weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall, kurze Geschichte zu diesem originale Teilhändler. Man denkt ja immer, das sind die super krassen, professionellen Shops und die sind so toll und so, weiß ich nicht. Ich habe dort bestellt, die Teile, dort stand da, Wählhebelabdeckung passen für E90. Ich dachte, perfekt, passt für das Auto, stand auch in der Suchrankung relativ weit oben, sodass man denkt, okay, ja, das gibt's einmal, das, die Wählhebelabdeckung will ich haben. Ich habe extra in der Beschreibung geguckt, stand nichts drin, rechts, links Lenker. Da stand nichts drin von, geben Sie Ihre Fahrgestellnummer ein und prüfen Sie, ob das Teil passt. Das ist bei Lebmann so. Ich habe jetzt die ich jetzt habe, habe ich bei Lebmann gekauft. Da gehen Shoutouts raus, da kann man auch mal was kaufen. Weil dort kann man nämlich, beziehungsweise muss man auch seine Fahrgestellnummer angeben und der sagt dir, ob das Teil passend ist. Und das ist echt geil. Und das hatten die nicht, Freunde, das hatten die nicht. Und dann habe ich das bestellt und ihr habt es ja gesehen, es hat nicht gepasst. Support angeschrieben. So, bum bum bum, Peng Peng Pow, habe ich denen das so erläutert, schickt er mir ein Bild von so einem, von seinem internen Fahrgestellnummerprüfer, also ich sollte ihm meine Fahrgestellnummer schicken und hat mir gesagt, okay, das Teil passt nicht. Ja, surprise, surprise, habe ich ja selber schon festgestellt, dass das nicht passt. So, und hat er mir diesen Link geschickt zu diesem Teiletester, den man nicht auf dieser Website irgendwo finden kann, also der, entweder ist der total versteckt, ich habe ihn nicht gefunden. Und man kann doch nicht auf der Produktseite seine Fahrgestellnummer eingeben. Und ich wollte dann quasi das nochmal testen, ne? Dort ein bisschen rumspielen, was ist passend für mein Auto. Der ging bei mir nicht mal. Also bei mir hat der immer irgendwelche Fehlercodes geschmissen, dass meine Fahrgestellnummer nicht die richtige sei. Und es war die richtige. Ich habe mit dieser Fahrgestellnummer auch bei Lebmann dieses Teil bestellt. Also weiß ich auch nicht. Und da habe ich den dann so geschildert. Und da bekommt man auch keine, also da hilft dir auch irgendwie keiner. Also finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich gestehen. Weil wenn mir jetzt jemand was schreibt und der hat das falsch bestellt, ja, der muss es auf eigene Kosten zurückschicken. Ist ja völlig logisch. Aber ich sage, okay, schick mir ein Bild von deinem Auto, ich guck, was passt und ich schicke dir das passende Teil zu. Mega. Support, Kundenservice, wisst ihr? Die Leute brauchen jetzt nicht nochmal auf den Shop gehen, das passende Teil suchen, frustriert sein, weil sie nicht wissen, welches Teil genau passt. So, und ich habe mir das so gesagt und so, er hat so gesagt, yo, sie können ja vom Vertrag, den können sie widerrufen. Ja, ich so, ja, aber ich brauche ja trotzdem noch das richtige Teil. Also, dass ich das zurückschicken kann, ist mir schon klar, aber ich will ja das neue Teil haben. Ja, das Teil passt, kümmern Sie sich. Digga. Aus Prinzip bei Lebmann bestellt, sage ich euch ehrlich, auch wenn es ein paar Euro teurer war, also habe ich gar keinen Bock drauf. Und das Ding zurückgeschickt, weil, Freunde, sehe ich ehrlich nicht ein. Genau, und bei Lebmann kriegt man noch eine aggressive Weinwerbung mit. Moin, man kennt's. Die guten alten professionellen BMW-Teilehändler. Ich sag nichts dazu an der Stelle. Soll sich jeder seine eigene Meinung bilden. Und ja, ne? Freunde, ich würde sagen, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Ich würde sagen, in diesem Sinne, Regenrinne, haut rein und pschuh.